Claps in den Chat. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Der Dank gebührt Ihnen. Okay, ich glaube, wir müssen den nutzen, dass der hier reinschießt. Danke sehr. Wild. Sehr wild. Sehr gut. Bums. Klub. Weißt du, alle schreiben schön Clap, aber der Baumi, der macht den Klub. Alles für den Dackel, alles für den Klub. Boah, der hat aber auch eine Explosion, wenn er hochgeht, ne? Junge, Junge. Fette Explosion, du. Kriegen wir jetzt schon die Fähigkeit, dass wir an diesen Dingelchen uns entlang schießen können? Ich glaube. Ja. Halte LB bei Laternenprojektilen oder Feiden gedrückt und ziele dann zum Springen. Projektile werden umgelenkt. Stoßangriff. Das fand ich damals in Ori 1 schon immer mega geil. Und damit werden wir jetzt ganz viel machen können. Weil damit können wir jetzt alleine. Hier zum einen zum Schalter, aber wir könnten die Dinger auch kaputt machen, wenn wir das gegen sie selber lenken. Crazy. Das ist bei Bossfights auch immer sehr, sehr beliebt. Wenn der auf dich was schießt, dass du das dann zurückschießt zu ihm. Gab's, glaube ich, bei Ori 1 sogar einmal bei irgendeinem kleinen Fight. Moin. Haha, guck mal, direkt noch ein Fragment einer Lebenszelle. Tatsächlich leider noch nicht zwei, aber auf gutem Wege. Aua. That hurt in meinem Miau Miau. So. Yo. Was ist das denn? Crazy. Upsala. Wir haben noch ein Select-Item. Spaltung. Du hast einen neuen Geisterspieler. Schüsse mit dem Geisterbogen werden in kleinere Geschosse aufgespalten. Wild. Wild. Will ich aber auch erstmal nicht haben. Brrr. Gab's nochmal kurz einen kleinen Brrr. Eigentlich müssen wir jetzt ja auch weiterhin oben entlang und nicht hier rein. Machen wir erstmal so. Na, komm. Sehr gut. Hier schießen wir uns jetzt auch einmal nach oben. Oh, sehr schön. War hier nicht auch so ein Spuckding? War der frech. Das war gemein. Ja. Ich glaube, das ist noch nicht so einfach, da lang zu kommen. Da kann man das mit einem Dreifachsprung später auf jeden Fall einfacher machen. Kannst du bitte hier runterspucken zu mir direkt? Danke. Und jetzt nochmal bitte. Kuss. Sehr lieb von dir. Jetzt nochmal hier hin. Mega. Oh, ich glaube, ich darf nicht auf dich schießen, weil eigentlich brauche ich deine Spuckdinger. Ja! Was? Wie komisch ist er denn geflogen? Dahin.
Jawohl. Ich spare jetzt gerade übrigens tatsächlich auf die 2100, damit wir einen Dreifachsprung haben. Hier geht's jetzt weiter in den stillen Wald. Beziehungsweise zu Quolok der Kröte. Das wird spannend, Freunde. Wir lernen jetzt eine nette Kröte kennen. Ich hoffe, eine nette Kröte. Hallo? Ich suche eine Kröte. Harunk, ein Geist in meinem Sumpfland. Die Mopi hatten recht, ich wollte ihnen glauben, aber es war so lange her. Ich bin Quolok, ich heiße dich in meinem Sumpfland willkommen, mein Kleines. Die Mopi sagen, du suchst eine Freundin, eine Eule. Sie ist weit im Osten runtergefallen. Mann, die Arme... Ich könnte heulen, wenn ich die sehe. Der stille Wald hat sie in seinen Klauen. Wo es keine Eulen mehr gibt. Holy shit, das muss grausam sein, das zu sehen als Eule. Junge. That hurt, right in my meow meow. Einst führte der Wasserweg hinter mir dorthin, doch das Wasser wurde faul und unpassierbar. Jedoch gibt es einen Weg im Westen des Brunnenquell, verbirgt sich eine große Wassermühle. Solltest du sie wieder zum Laufen bringen, würde das Wasser wieder klar fließen. Ich würde dich begleiten, aber die Mopi brauchen mich. Doch ich kann dir etwas geben. Ein Fragment des uralten Lichts, das einst diese Wildnis erleuchtete. Möge die Stimme dich durch das gefährliche Land führen. Damn. Ich bin die Stimme des Waldes. Es ist lange her, dass ich deinesgleichen sah. Nun, das ist lange her, dass ich das Moor verlassen habe, aber ich werde mein Bestes tun. Der Brunnenquell braucht unsere Hilfe. Wir haben eine Navi. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ja, geh zum Brunnenquell und erinnere das Wasser daran, was es heißt, zu fließen. Genau, und das wird jetzt nämlich der Weg sein. Nicht da lang, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen hier lang, aber da muss es lang. Hallo! Ja, du kamst wieder zu einer unpassenden Zeit. Weil es war gerade wichtige Sequenz und du kommst hier rein mit deinen TikTok-Sprüchen. Also bitte, ich sag ja wohl nie TikTok. Oh, deine maximale Kapazität für Leben und Energie hat sich erhöht. Nochmal! Sick! Guck mal, das Quolok, guck mal, das ist eine riesige Kröte. Guck mal. Guck mal, das ist eine ganz alte, große Kröte. Hallo. Ich bin Quolok, die große Kröte. Guck mal, ich hätte Synchronsprecher werden sollen. Guck mal, wie süß ich bin, wenn ich mich ducke. Hallo. 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 Bis dann, Sorgenprinzessin. Schlaf gut. Guna! Einer heißt in dem Game hier einfach Gumo. Ja, Gumo einfach, oder? Ih, das sind die Schimmelwaldtiefen. Hier will ich nicht länger sein. Hier muss ich los. Warum gibt's hier eine Boah, voll nett. Die haben mir einen Weg aufgemacht. Danke sehr, voll lieb von euch. Wow. Freunde, ich frage euch ja auch gerne, weil ich mal einfach reflektieren möchte mit euch zusammen. Wie findet ihr das Spiel denn bisher? Seid ihr genauso angetan wie ich von dem Game?
Nice, ich kann das auch schon an Gegnern. Bombe. Sehr schön. Mega schön und will's haben. 4 Euro Xbox Game Pass. Ich kann es nur empfehlen. Günstigste Art und Weise, ein neues, releasedes Game zu spielen. Du bist kein Moki, das sehe ich sofort an deinen Schlappohren. Ich bin sehr aufmerksam. Man nehme diese Karte, die ich gefunden habe. Ich würde zu Lupo den Kartografen geben, aber er hat genug Karten. Der mit den Federn sollte sie bekommen. Ich habe gehört, er hätte Karten geliebt. Vielleicht würde er diese mögen. Könntest du ihm sie bringen? Ich habe ihn auf der Brunnenquelllichtung gesehen. Brunnenquelllichtung? Ja, da müssen wir eh hin. Questgegenstand. Eine gestrichelte Linie und ein X sind darauf eingezeichnet. It is what it is. Ah, vielleicht war ich da ein bisschen zu voreilig. Ah. Was für eine Bogen schmeißt er den denn, ey? Ach. Ihr seht, glaube ich, was ich vorhabe, ne? Man muss das aber in auch genauso am Bogen schießen, wie er das tut. Genau so nämlich. Noch ein Gorlek-Erz. Sehr gut. Habe ich gerade sehr gut gesagt? Guardians of the Galaxy, könnte man auch mal wieder schauen. Ich habe immer noch nicht Guardians of the Galaxy 2 gesehen und ich habe ein Star-Lord-Tattoo. Aufs Horn genommen. Den Hornkäfer besiegt. Ich kriege jetzt gerade eine Errungenschaft? Das mit dem Hornkäfer ist schon ein bisschen her. Just saying. Doesn't want to sound rude, but... Warum spuckst du hier wieder rum? Den hast du gerade wegen meines Star-Lord-Tattoos und dass ich den zweiten Teil noch nicht gesehen habe, gewasst? Weil das hat mein Tätowierer auch, während er mich tätowiert hat. Da sind sie alle versammelt. Komm nur her, lass mich dich genauer ansehen. Brunnenquelllicht. Wie cool ist das denn, dass man jetzt hier solche Errungenschaften mal angezeigt bekommt? Ofer. Ich habe eine Karte für dich. Oh, sei gegrüßt. Ich sehe, du hast die Lichtung erreicht, Geist. Deine Reise hat dich nicht zufällig schon in die Richtung des Brunnenquells geführt? Gerüchte einer alten Bibliothek dort haben mein Interesse geweckt. Vielleicht erkunde ich diesen Ort selbst ein wenig. Vielleicht sehen wir uns ja da. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Nein. Actually, no. Hat der gerade Harry Potter gesagt? Kann einer bitte kurz einen Clip machen? Und wir hören uns ganz genau an, ob er gerade Harry Potter gesagt hat. Das klang sehr nach Harry Potter. Eine Schande, dass du ihn nicht gesehen hast. Ich werde ihn noch gucken. Keine Sorge. Gibt's den nicht immer noch auf Netflix? Ich weiß es tatsächlich nicht. Der hat Harry Potter gesagt. Ich bin mir da sehr sicher. Vielleicht sollten wir nicht auf die heißen Kohlen rennen. Hi! Sag mal, was hast du da für ein Stück Papier, hä? Diese klaren, gepunkteten Linien, dieses auffällige X, das ist eine Schatzkarte! Hier, ich tausche meinen Wanderbeutel dafür ein. Etwas sagt mir, ich werde eine größere Tasche brauchen. Geilo! Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Klein, aber nützlich bei Abenteurern. Heißt das, wir sollen... Finde eine angehende Abenteurerin, die eine kleine Tasche gebrauchen könnte. Eventuell sie? Oder wir treffen noch jemanden. I don't know. Grom. Ich habe mich nicht getraut, daran zu glauben, aber du bist wirklich hier. Niven beherbergt abermals einen Geist. Die Mauer hast du ja schnell niedergerissen. Meine Baufähigkeiten sind wohl auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dennoch habe ich versprochen, hier eine Zuflucht vor dem Verfall zu schaffen. Diese Lichtung zählt auf mich, Geist. Doch ich fürchte, ohne Erz werde ich alle enttäuschen. Die Materialien, die ich brauche, wurden von meinen Leuten aufgegeben, als sie in die Minen flohen. Ohne die nötigen Vorräte konnte mein Traum einer Zuflucht vorbei sein, ehe er begonnen hat. Mit ein wenig Golerg-Erz könnte ich diese Lichtung in eine Zuflucht verwandeln. Ja, auf jeden Fall.
Diese pieksigen Ranken überall sind echte Störenfriede. Sag ich dir, mit etwas Hilfe könnte ich sie entfernen. Repariere das Geisterportal. Es heißt, die alten Geister konnten sich von einem Portal zum nächsten teleportieren. Aber wenn wir dieses Portal mit Gordekerz aufwerten, könntest du Niven womöglich noch schneller bereisen. Gönn dir! Ich mache mich sofort an die Arbeit. Jetzt, da ich wieder bauen kann, kann ich mich wieder einen wahren Gorlek nennen. Es gibt nur noch wenige wahre Gorlek, also bitte pass bitte auf, wenn du auf jemanden triffst, der aussieht wie ich. Nicht alle von uns sind dem Verfall rechtzeitig entkommen. Guck mal, wie süß! Bisschen Minecraft. Bisschen Minecraft, dies, das? Bevor unsere Heimat vom Sand begraben wurde, sahen die Geister großes Potenzial in Gorlek-Erz. Sie verschwanden, ehe sie ausprobieren konnten, was wir ihnen bauten. Doch jetzt bist du hier und das kann sich ändern. Ja, bei noch einem Projekt kann ich leider nicht helfen. Viel Spaß, Pasi. Sag mir dann unbedingt, wie der Film war. Wir hören uns morgen zu einem wunderschönen Podcast. Du wunderschöner Mann. Es ist wohl besser, sich Zeit zu nehmen, statt später eine voreilige Entscheidung zu bereuen, was? Nein, voreilige Entscheidung bereuen ist immer super. Das kann ich nämlich auch gut. Und wir können uns jetzt tatsächlich teleportieren an jeden dieser Orte. Ja, ultra. Das ist richtig nice. Guck mal, wir müssen letztendlich da oben irgendwie hinkommen. Bist du vielleicht eine angehende Abenteurerin? Ich bin weit gereist, um diese Lichtung zu finden. Sie ist ein Paradies für die Moki. Meiner Familie würde es ihnen gefallen, aber wir haben kein Zuhause. Der Gorlek Grom kennt sich mit den Bauern aus. Vielleicht kann er uns helfen. Sicherheit. Ein wiederkehrender Kunde. Immer eine angenehme Erfahrung. Oh ja. Immer lauter sprechen sie deinen Namen. Dennoch habe ich viele Namen auf meinen Reisen gehört, weißt du. Die Namen kaufen meine glänzenden Splitter und gehen wieder. Sie klingen alle ziemlich gleich. Oh ja. Dennoch strahlen meine Splitter heller in deiner Nähe. Vielleicht sollte ich mir deinen Namen merken. Aber dafür müsstest du etwas tun, das es wert ist, sich an dich zu erinnern, verstehst du? Ich möchte immer noch gerne den Dreifachsprung, den wir uns leider noch nicht leisten können. Dementsprechend werden wir es noch nicht tun. Und wir werden uns jetzt erstmal kurz angucken, ob er Harry Potter gesagt hat, Freunde. Das ist mir nämlich sehr wichtig. Hören wir rein. Actually, no. Der hat hier original Harry Potter gesagt. Hört genau zu. No. Actually, no. Actually, no. Das ist ja mal sowas von den Harry Potter. Danke sehr. Harry Potter! Oh, hallo. Ich bin aus dem Moor hierher gekommen, weil ich gehört habe, die Lichtung sei wunderschön. Sie ist wunderschön, aber das Licht hier ist so grell, nicht wie im dunklen Moor. Deswegen verstecke ich mich hier im Schatten. Wenn ich so einen Hut wie diesen lustigen da drüben hätte, aber so etwas habe ich nicht. Der möchte also einen Hut. Was wollt ihr denn alles haben? Wer ist er denn? Ich kann es kaum glauben. Ich spreche mit einem echten Geist hier in Niven. Aus der Nähe bist du kleiner, als ich dachte, aber so hell. Ich persönlich falle ja nicht gerne auf. Es ist nicht sicher hier draußen, weißt du? Zu deinem Glück habe ich jede Bewegung beobachtet, um sicher zu gehen, dass es dir gut geht natürlich. Möchtest du meine Aufzeichnung ansehen? Bei ihm kann man das einfach alles nachgucken. Wie cool ist das denn? Boah, wie cool. Wir sind schon 20 Mal gestorben, um Gottes Willen. Hey Freunde, wir haben schon 14% anscheinend. Crazy. Ich liebe sowas, ne? Ich liebe solche Statistiken. Boy, do I love that. Bis bald. Bis dann. Du bist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Typ. Was gibt's hier noch? Können wir von hier aus tatsächlich da weiter, wo wir hin müssen? Statistik-Time. Jawohl. Und boom. Okay. Yo! Ja. Das war einfach an jeder Stelle falsch gekämpft. Aber wirklich an absolut jeder Stelle.
Das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja, dass ich nicht gezwungen bin, gegen euch zu kämpfen. Und das werde ich auch nicht. Ich dachte gerade schon, ich habe einfach was mega krass gemacht, was man eigentlich sowieso machen muss. Gorlek-Erz. Brauchen wir auf jeden Fall, um die ganze Lichtung aufzubauen. Oh, ich liebe das, dass wir jetzt diese Fähigkeit haben. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir die erst später kriegen werden. Und ich bin so dankbar, dass wir sie jetzt schon haben. So. Der Brunnenquell. Bauerspitze.